Das erste Beispiel ist eine Kombination aus Ferkelabteilen, 6 Stück auf der linken Seite, dem mittleren Bereich und rechts die Mastabteile. Es ist ein Wärmetauscher installiert mit 2 Ventilatoren und 4 zuschaltende Ventilatoren. Lediglich 3 Ferkelaufzuchtabteile, hier deutlich sichtbar an den roten Balken, und ein Mastabteil fordern bei einer Außentemperatur von minus 9,5 Grad augenblicklich Wärme an. Das liegt an der Zuluft von 9,1 hinter dem Wärmetauscher. Bedeutet im Grunde genommen nichts anderes, dass wir zurzeit eine Temperaturerhöhung haben von 18,6 Grad. Auch in der Tabelle kann man die hohe Leistung nachverfolgen. Hier haben wir 14 Grad Außentemperatur und eine Zuluft von 8,8 Grad. Also 22,0 oder 22,8 Grad Temperaturerhöhung durch den Wärmetauscher. Gleichzeitig wurde eine Gesamtluftrate von etwa 40% gefahren und die Dachraumklappen waren ebenfalls etwa 60-65% geöffnet. Das heißt, die angezeigte Zulufttemperatur, die oberste Linie, ist ein Mix aus Wärmetauschertemperatur und Dachraumluft. Vermutlich wird aus dem Tauscher eine Temperatur von 13-14 Grad gekommen sein. Der Rest kommt aus dem Dachraum aufgrund der angeforderten Luftleistung. Das ist ja auch das, was wir wollen. Wir wollen tatsächlich Luftrate fahren, auch bei solchen Extremen. Die untere blaue Linie zeigt jetzt den Unterdruck an, der relativ stabil im Tauscherbetrieb etwa bei 11,5 Pascal gelegen hat. 11,5 bis 12 Pascal. Jetzt fordern auch nur noch 3 Abteile Wärme an, wie wir hier sehen können. Ferkelstall 1, Ferkelstall 6 und Mast 6-8. Mit einem Klick können wir auch alle Sollwerte des Abteils sehen oder des Stalles sehen und natürlich auch wieder zurückswitchen auf die grafische Anzeige. Ein Klick auf einen der Button zeigt dann die Einstellmöglichkeit über Windows-Oberfläche, typische Reiterdarstellung, die man jederzeit anwählen kann und dann die entsprechenden Einstellungen vornehmen kann bzw. prüfen kann. Wechseln wir in den nächsten Maststall. In diesem Falle sind hier 3 Abteile nicht belegt, kann man hinten erkennen. Die Abteile 6, 7 und 13 sind nicht belegt. Das heißt, dadurch bekommt der Wärmetauscher nicht so hohe Energieversorgung. Trotzdem haben wir eine Erhöhung von 11,7 Grad augenblicklich auf 8,9 Grad plus. Und das ist schon erheblich. Man sieht also hier auch nur 4 Abteile fordern noch Wärme an. Die anderen Abteile sind ausreichend mit Wärme versorgt aufgrund der hohen Zulufttemperatur. Hier sehen wir gerade eine Außentemperatur von 11,8 Grad. Daraus resultieren über die Wärmetauscherleistung 8,8 Grad Zuluft, über 20 Grad Erhöhung, ein stabiler Differenzdruck von 9,9 Pascal, Gesamtluftrate 19% in der ersten Regelgruppe. Wärmetauscherleistung auf 100%, so soll es sein. Hier sind die Dachraumklappen gerade mal nicht aufgefahren. Gucken wir uns das Ganze in der Grafik an. Wir sehen hier den Verlauf der Zulufttemperatur bzw. der Außentemperatur. Die ist hier bis auf 16 Grad oder fast 17 Grad minus abgesackt, 17,7 sogar. Blenden wir dazu die Zulufttemperatur ein, dann sehen wir eine Erhöhung von 17,7 auf 8,9 Grad an diesem Morgen. Das ist schon sehr erheblich, wenn man sich das vorstellt, dass man das per Heizung machen wollte, wären da Leistungen von weit über 200 kW notwendig, um das zu erreichen. Hier können wir auch sehen, die Dachraumklappe war komplett geschlossen, hier leicht geöffnet. Bei den steigenden Außentemperaturen ist dann irgendwann die Dachraumklappe dazugekommen. Und man kann dann sehen, irgendwann wieder die Nulllinie, fast die Nulllinie. In dem Bereich sehen wir, ist die Dachraumklappe fast zu gewesen. Können wir an der grünen Linie erkennen. Am nächsten Tag davor wieder wärmer. Also Dachraumklappe immer ein bisschen parallel aufgegangen und hat dann zusätzliche Luft beigemischt. Das Ergebnis oben deutlich sichtbar. Eine klare, feste Temperatur trotz starker Außenschwankungen. Und die Luftrate lag stabil immer irgendwo bei 22, 23, 27, 28%. So soll es sein. Und schon wechseln wir in den ersten Ferkelaufzuchtstall.
Hier sehen wir aktuell eine Temperaturerhöhung von minus 10,1 Grad auf 10,7, entspricht 20,8 Grad Erhöhung. Heizung wird aktuell nur in zwei Abteilen angefordert. Die Dachraumklappen sind tatsächlich noch mit 24% geöffnet. Das heißt, diese Zulufttemperatur von 10,7 Grad setzt sich aus Wärmetauscherluft und aus Dachraumklappenluft zusammen. Gleichzeitig sehen wir hier auch, dass der Wärmetauscher natürlich mit 100% läuft und wir bei einer Temperatur von 10,2 Grad minus immer noch 24% Luftrate fahren. Switchen wir jetzt mal in die Verlaufsdaten der Zentrale, dann können wir hier deutlich sehen, wie sich die Temperaturen nach unten bewegt haben. Weit unter minus 10 Grad an einigen Tagen, hier aktuell gerade 10,2 Grad minus. Die zentralen Dachraumklappen laufen hier parallel mit der Luftleistung in dieser Anlage. Das heißt, wir lagen immerhin bei 23%. Wenn wir die Luftleistung dazu klicken, können wir deutlich sehen, die Linien sind gleich. So ist die Konfiguration. Wenn wir uns dazu nochmal die Zulufttemperatur anschauen, das ist dieser Button, dann sehen wir ganz deutlich, dass wir stabil, obwohl wir weit unter 10 Grad minus abgesackt sind, immer Temperaturen weit im Plusbereich, 12,9, 10 Grad, immer weit über 10 Grad in der Zuluft halten konnten. Ein Garant für gute Luftleistung. Ein letzter Switch in einen Ferkelstall, der etwas andere Einstellungen hat, weil hier gerade eine Messung der Uni Bonn erfolgt ist. Deswegen haben wir hier auch zwei Zentralen und einen Reiter mit Messungen. Aber auch hier haben wir eine Temperaturerhöhung auf 11,6 Grad, bei augenblicklich 9,2 Grad minus. Und man sieht hier tatsächlich aktuell kein Abteil fordert Heizung an. Kein Abteil in einem Stall mit immerhin 8 Ferkelabteilen, Reserveabteil, Jungsauen und Deckzentrum. Das will schon was heißen, dass wir dann bei 9,2 Grad aktuell keine Heizungsanforderungen in keinen einzigen Abteil haben. Außer bei den ganz kleinen, da laufen noch die Boden- bzw. Nestzonenheizungen. Aber ansonsten raumheizungsmäßig wird im Moment aktuell nichts gefordert. Die Zuluft entsteht hier aktuell auch aus der Wärmetauscherluft. Der läuft mit 100%. Gleichzeitig laufen aber auch die zentralen Dachraumklappen, wie man hier sehen kann, mit 24%. Das heißt, es ist ein Mix der Zulufttemperatur zwischen Wärmetauscher-Austrittstemperatur und Dachraumtemperatur. Auch hier wieder ein Blick in die Verlaufsdaten bzw. die Kurven. Wie gesagt, hier sind zwei Zentralen. Das hat mit der Messung zu tun, die augenblicklich läuft. Also etwas untypische Anzeige, aber die war notwendig, um halt die Messung mit der Uni Bonn durchzuführen. Hier sehen wir auch wiederum, aktuell liegen wir bei 9,3 Grad minus. Wir sehen dann hier mal die Dachraumklappe. Wir sehen deutlich, dass die Dachraumklappe immer mal wieder auf- und zugelaufen ist. Beim extrem tiefen Wert wie hier ist sie ganz geschlossen gewesen. Ansonsten war sie fast immer offen. Hier ist kurz eine Aufzeichnungspause, können wir deutlich sehen. Diese geraden Linien entstehen dann immer, wenn der PC mal aus war. Das heißt, hier haben wir einen Bereich, wo gerade Linien laufen. Das ist untypisch, da hat der PC gestanden. Aber hier sehen wir trotzdem stabil, immer weit über 10 Grad. Temperatur 12,8, 12,9. Hier mal kurz runter, wie gesagt, das ist aber nicht real. Hier haben wir wieder die Werte. Das heißt, wir können deutlich sehen, dass wir immer stabil in der Temperatur lagen. Und das ist genau das, was wir erreichen wollen. Mehr geht nicht. Gesamtluftrate auch dazu gezeigt. Auch hier sind wir immer etwa bei 30%. Das heißt, damit ist sichergestellt, dass auch ausreichend Luftrate gefahren wird. Nicht einfach nur nicht geheizt wird, sondern es wird tatsächlich bei diesen hohen Außen- oder bei diesen niedrigen Außentemperaturen von 10 Grad, minus 10 Grad, immer noch satt gelüftet. Genau das wollen wir erreichen. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Das war ein kurzer Überblick auf die Leistung unserer Wärmetauscher in der Schweinehaltung. Danke für die Aufmerksamkeit.